Nein, was sagst du vor deinem Tod? Oh mein Gott! Grüß euch Gott. Servus. Zu einer 9-Kilmer-Episode. Wir sind jetzt wieder zurück. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Episode. Und der Grund dafür war einfach unser neues Red Bull-Projekt, was wir jetzt in den nächsten Wochen veröffentlichen dürfen und werden. Und es ist nachher 6. Und ja, jetzt sind wir wieder zurück. Wir sind ready to send. Wir sind heute auf der Skipiste in Kitzbühel unterwegs. Und genau. Wir spielen heute? Wir spielen heute Send or Safe. Der Hund, der gestört. Ja, nehmen wir das. Da ist er! Das haben wir schon mal eine Parcours-Edition gemacht in Innsbruck. Und heute haben wir uns gedacht, wir spielen das gleiche Spiel, einfach mit den Ski. Und schauen mal, was drin ist, oder? Fahren wir uns ein bisschen ein und geht da hier, oder? Auf geht's. Scheiß auf safe. Der was send. Get up on your feet, this is a shake. Was für eine Hip! Ich weiß nicht, ob die auf der Kamera so groß ausschaut. Aber der ist massive. Okay? Kickerlein durchchecken, oder? David! Was ist jetzt passiert? Ich hab jetzt einen Grab gemacht. Und ich hab mir voll den Ski in die Hand gekriegt. Alles drauf, jetzt scheißt du mir gleich zusammen. Jetzt sind die Leute so leicht gekommen. Du hast ja wirklich verblüfft. Das ist ja wirklich so. Du Sau, du. Du Sau. Also, die Regeln zu dem ganzen Spiel schauen folgendermaßen aus. Also wir stellen uns gegenseitig 3 Challenges. Eine Challenge schaut so aus, der Philipp zieht ein Kartl zwischen Send oder Safe. Und das Kartl, was er zieht, was da für Trick rumsteht, den muss er probieren. So, da haben wir die Zettel. Okay, jetzt haben wir da die Zettel. Wir werden jetzt einmal durch den Park fahren, schauen, was wir aufschreiben könnten. Geht! Ich tue mir echt ein bisschen schwer, was ich den Steff so zumuten kann und so. Weil ich gar nicht einschätzen kann, wie schwer das für mich ist oder wie easy er das macht. Aber ich glaube schon, dass mal ein heftiges Zeug dabei ist. So. Oder Steff, wie läuft's bei dir so? Ich wär so drauf. Echt, traust du voll durch? Ja. Weil da muss ich noch mal was ausbessern, oder was? Der Zeitpunkt ist da. Wir starten das Game. Jeder hat was aufgeschrieben. Und wir starten jetzt einfach mal mit Schere, Stein, Papier. Schauen wir anfangen. Schere, Stein, Papier. Fuck, ist das lustig, Alter. Ich lach mich tot. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ja! So ist das! So muss das sein, Alter. Ich fang an. Also okay. Ich darf bei dir ziehen. Du her in der Hand. Und ich sag links oder rechts. Das da, weil da ist der Brandfleck. Und wir starten mit dem Send! Ah. Und es ist der Frontflip! Alter, das ist vielleicht gay jetzt gerade. Schäcker! Alter, mir geht gerade brutal schier die Pumpen. Ich habe noch nie Frontflip bei einem Kicker gemacht. Man muss dazu sagen, es ist heute ein bisschen ein guter Tag dafür, weil es ziemlich slushy ist. Aber trotzdem, ich habe einfach nur Angst, dass ich ihn übertrage. Das ist meine größte Sorge. Deshalb, kleinen Tipp vielleicht vom Steff. Mein Tipp, Zeit lassen. Zeit lassen, gell? Ja, zuerst schauen, wo die Landung ist, nachher zusammenziehen. Ja. Auf geht's, send it. Nein. So, jetzt bin ich gespannt. Also Philipp hat schon oft mit mir geredet über das, dass er einen Frontflip ziehen will. Und das ist einfach das perfekte Spiel dazu, dass wir da ein bisschen am Progress zusammenkriegen und dass der Philipp sich rein in dem ein bisschen steigert. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie das wird und ich freue mich. Philipp, alles Gute, aber das wird glaube ich ein Vollbrez. Senden! Spannung steigt. Spannung steigt. Da
stellt dann her! Sauber, sauber! Ja, ich hab gar nicht gewusst, wie der Stand der Dinge ist in der Luft. Hast du, rotier jetzt schnell, rotier jetzt langsam. Ich hab mir gedacht, ich schlag am Nackel auf und am Steißbein. Aber er war perfekt eigentlich. Hat sich zwar ein bisschen lame gefühlt vom Style und so, aber ich glaube, für den ersten passt das schon. Es passt schon. Ich glaube, jeder weiß, dass wir nicht aus der Sportart sein und dass der Style ein bisschen nebensächlich ist. Genau. Hauptsache, wir sterben nicht. Und ja, dann würde ich sagen. Jetzt geht's eigentlich in deine Challenge. Jetzt oder? Geht's zu meiner Challenge und ich bin schon gespannt, was du für mich angeschrieben hast. Ja, fix. Auf geht's. Scheiß Montag. Okay, Dollinger. Dintel, Dantel, Reichshandel. Send oder was? Ein Send! Shit. Aber was das, das Ding ist, das wirkt gar nicht so schlimm. Shit. Weil das ist Hip-Jump bis zu einer Marken, wo was ich sag. Du sagst. Okay. Genau. Und da schauen wir, dass wir da mal das Maximum rausholen, würde ich sagen. Ja. Ich lege jetzt einen Handschuh als Markierung da hin, wo der Steff dann hin muss. Bis gleich, gell? Aber ich bin nicht. Auf geht's. Da sind die Spuren, was wir vorher immer gemacht haben. Das heißt, also da ist schon brutal. Das ist schon Ende von der Hip, wo ich jetzt den Handschuh hinlege. Das ist einfach Ende Gelände. Okay. Ready! Alter. Alter, der Hund schießt, der Hund schießt, der Hund schießt. Ich hoffe, er schießt nicht auf mich. Wow! Wow! Da sind die Handschuhe und da ist die Landung. Nein, du bist ungefähr einen halben Meter drüber. Gestörter Hund, Alter, gestört. Das war schon mal ein feiner Senf. Alter. Fett, Alter. Hat sich noch was ausgeschaut, oder? Ja, schon, ja. Boah. Oh, fuck. Boah. Erste Challenge von mir und jetzt geht's zur Runde 2 von Philipp. Genau. Auf geht's. Wollen Sie auch mal zu YouTube Hallo sagen? Bitte? Das ist auch Hallo sagen. Hallo! Was müssen die Leute machen mit unserem Kanal, wenn sie das sehen? Abonnieren, unbedingt! Alles abonnieren! 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 Wir sind wieder am Startpunkt. Nächste Runde. Ich hoffe, dass es nicht so schier wird. Ich hoffe, dass Runflip jetzt aus für die schiersten Sachen war. Steff hofft schon mal, dass ich einen Safe ziehe. Wieso eigentlich? Das ist jetzt ungemütlich. Kann ja ungemütlich werden. Das kann ich jetzt eigentlich nicht brauchen. Ja, nochmal die. Ah. Nein, hör auf. Das ist leider das End. Und das ist die Hip gerade. Nein, bist deppert. Woll! Nein, das geht nicht. Ja, was? Du machst du nicht da? Nein, bist du behindert, Alter. Die Hip gerade? Ja, da stirbst du ja. Ja, was soll ich tun? Alter, du hast echt kein Gefühl, gell? So. Wir sollen irgendwas machen, wo ich nicht ins Krankenhaus fliege. Du Spast, oder? Nein, ich mach das nicht. Alter, ich kriege dich. Was sagst du vor deinem Tod? Alter, das ist behindert. Also ich habe gerade an Steff die Challenge gegeben, die Hip so weit wie möglich, also zu meiner Markierung zu machen. Und habe mir gedacht, ich bin ein richtiger Arschloch. Und er macht einfach Hip-Clearance. Also das ist extrem. Das sind, was sind das? 15 Meter. Ja. Und Luftstand hast du sicher 5 Meter, wenn du das rüberbringst. Und jetzt stehen wir gerade kurz davor und ich bin einfach mit dem Kopf so drin. Ich bin so aggro. Vielleicht passiert's. Schauen wir mal, also wo ich den Zettel gelesen habe mit dem Hip-Jump vom Philipp mit Markierung, nachher habe ich mir schon gedacht, oh oh, sorry Phil. Und habe eigentlich gehofft, dass es nicht zieht, aber that's the game. Was für Anfänger, was bin ich für Anfänger? So, ist es. So ein Scheißdreck, das nächste Mal schreibe ich Triple Quark drauf. Viel Spaß! Danke! Okay, Gott! Volle! Oh, ich hab Schiss. Sorry, Phil. Wow! Alter! Du fucking Sender! Da ist er! Ah! Was bin ich für ein kranker Motherfucker, Alter? Fett!
Ich hab grad alles ausgeschaltet, was in meinem Leben irgendwie Bedeutung hat. Also ich alles. Ich hab so Angst gehabt. Wieder umgestanden bin ich und denke, boah, das ist extrem weit. Boah, das war perfekt. Nach einem erfolgreichen Nicht-Sterber-Sprung geht es jetzt weiter mit dem Stefan. Ich wette, du ziehst jetzt einen Safe, weil wir jetzt schon 3 Cent gezogen haben. Das muss es nicht sein. Den da. Ja, ist er Cent. Oh, 720. 720. Ja, probiert habe ich ihn schon, glaube ich, mal. So, oder? Also so safe sind sie nicht. Okay. Das ist schon mal fix. Aber kurzes, weil der Steff ist echt ein bisschen brutal ins Game reingefahren. Und was ist denn die loweste Chance unten für den 720, weil da machst du ihn? Ja, die letzte ist halt die größte. Ja, nachher bei der letzten ist er brutalsten. Ja, passt damals. Passt. Okay, ich habe gerade mit Steve geredet. Das scheint dir wirklich ein bisschen eine Herausforderung zu sein. Ich habe mir gedacht, den hat er easy und ich bin da schon wieder locker reingefahren, aber er hat ihn anscheinend nicht oft gemacht. Nein, jetzt bin ich echt, ich bin selber gespannt, wie das jetzt wird. Aber das Spiel heißt Cent, also Cent. Auf geht's. Full Cent. Boah, von da schaut eh massive aus, muss man schon sagen. Ja! Jetzt bin ich gespannt, ob ich den herkrieg. Erster 360 schon fast über Draht drum. Jetzt bin ich echt gespannt. Boah, der ist hoch. Get your Cent it! Yo! Oh, die Nutze, Alter, der Scheiß. Mit dem schmalen Schnee. Alter, ultra Lust. Wo ist fast der 900? Ist ja, einfach wachs, wie Orden, Drehung, glaube ich, der komplett neue Welt ist. Ja. Aber geiler Scheiß, Respekt okay. Descent. Danke. Fett. Weiter geht's. Auf geht's zur nächsten Challenge. Neue Runde, neues Glück. Ich bin wieder dran. Ich freue mich überhaupt nicht. Ine, mine, mu. Und dran bist nur mal du. Weil okay. Siehst, glaube ich, ist oft nicht mehr. Es ist ein Safe. Ave Maria. So klingt das, wenn man safe zeigt. Tut mir leid. Safe! Rail, auf die Railaue sliden und dann 180 Uhr. Für mich trotzdem ein First eigentlich, obwohl es ja. Safe ist. Aber nicht schlecht. Danke. Für das, dass du sagst, du bist scheiße auf die Rails? Ja, ich habe vor einem Monat, glaube ich, das erste Mal mit dir Rail gemacht, nicht? Oh ja. In Axams. Ja, stimmt, ja. Jetzt kommt mein Challenge. Jawohl. Ich darf jetzt meinen letzten Cent oder Safe ziehen. Da freue ich mich extrem drauf. Die goldene linke. Das ist die rechte. Alter, krank, Simon. Ja, was nimmst du denn die linke? Wenn du die linke genommen hast, nachher war es wirklich geil gewesen für dich. Krank 720. Also, wenn da jetzt ein Skifahrer zuschaut und ich weiß ungefähr, was es ist, und ich probiere das jetzt einfach, ich stelle mir das halt so Backflip mit der Schrauben vor. Ja, freu mich. Geil. Super! Schön, dass ich meinen Safe noch machen kann und du jetzt echt noch deinen Cent kriegst. Das ist die Bestrafung, weißt du, für die scheiß Hip. Das ist schon einmal ein wachser Abschluss. Jo! Alter, Sunshot, Gunshot, geil! Ey. Geiles Feeling, oder? Ich war gerade im Modus, jetzt habe ich mir gedacht, das hat beim Philipp so geil ausgeschaut, ich will das auch spielen. Full Send, ey. Wie kann man so behindert sein, das gibt's nicht. Kurzes Warm-up. Zack. Und jetzt krach ich's immer, geht da hin. Send it. Das ist ein Abonnement für den Hip-Clearance-Jump. Wir wollen aber da noch mehr Abonnenten-Special oder so sehen. Ja, das dauert eh noch ein bisschen, ja. Was bei haben wir 50k schenken wir ein Auto. Abonniert, bumm. Perfekt. Warum, was probiert ihr jetzt? Jetzt probieren wir einen Koks immer. Okay. Wir sind eigentlich nicht aus dem Skifahren, das ist das Ding. Wir machen eigentlich so Parkour-Content auf YouTube. Und heute haben wir heute mal einen Skitag rausgesucht. Ja, nice. Ich wünsche dir alles Gute. Super. Und komm gut heim. Perfekt, danke. Jo, let's go. Send it, Alter, komm. Ja! Ja!
Scheiße! Das war so ein richtig schöner, oder? Richtig schöner Parcours Backfull. Ja, super. So geil. Alter, ich glaube, ich habe mir beim zweiten Backflip die Fersen gebrochen. Ja, ich habe mir fast gedacht, das hat ausgesehen, wenn du gestorben hast. Ja, fettes Game, Alter. Fettes Game, Mann. Alter. Was für ein Tag. Okay, haben wir eine Sache. Ja gut, das war's mit der Episode von Skill Mode. Also es war heute wieder mal ein kranker Tag. Es waren eigentlich nur, fast nur Sens dabei. Ja. Also zum Schluss hast du einen Safe gezogen. Also viele Fetten haben wir heute nicht gehabt. Aber wir haben es überlebt. Es waren kranke Sens rein. Wir haben viele neue Sachen gemacht, glaube ich. Also ich habe nur neue Sachen gemacht. Ja, das war es noch nie. Ich war es halt echt krank. Ja. Sogar der Safe war für mich neu. Ja, ja, genau. Ich war ein bisschen fies, glaube ich, heute mit Ausschreiben. Oder du einfach ein bisschen zu nett. Kannst eh entscheiden. Ja. Aber ja. Wenn euch die Episode gefallen hat, nachher lasst ein Like auf das Video da, kommentiert unter dem Kanal und abonniert unseren Kanal. Was müssen wir noch tun? Kirchenglocken, nicht vergessen. Genau, dass nichts mehr verpasst von unserem zukünftigen Content. Genau. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, nächste Woche Sonntag. Habe der Ciao. Habe der Ciao.